Herzlich willkommen zu einem Guide über Speichern und Speicherstände in Starfield. Wichtig in dem Zusammenhang, dass man mit diesen Kniffen einfach eben auch einen ganz bestimmten Speicherstand vor einer Entscheidung, die man zu fällen hat, haben kann und den aufbewahren kann. Denn falls die Entscheidung falsch war, kann man dann eben auch einfach wieder zurückkehren. Auch zu einem viel späteren Zeitpunkt. Also mal als Beispiel, ihr habt die Entscheidung, euch der Crimson Fleet oder den United Colonies anzuschließen. Dann ist das natürlich eben auch nicht so eine einfache Entscheidung. Und dann entscheidet ihr euch zum Beispiel für United Colonies, stellt anschließend aber nach Stunden fest, dass das vielleicht doch nicht so toll war und wollt wieder zurück. Und dann kann es eben ganz einfach und schnell sein, dass ihr vielleicht auch keinen Speicherpunkt mehr findet, wo ihr wieder zu diesem Entscheidungspunkt zurückkehren könnt. Deswegen ist das schon von Interesse, dass man vielleicht auch mal weiß, wie diese ganze Speicherfunktionalität hier ist und wie man da eben sich auch einen speziellen Speicherpunkt eben sichern kann. Und zwar finden wir die Dateien, die abgespeichert werden, also die Safe Games, die finden wir hier in diesem Ordner Arbeitsplatz, Dokumente, My Games, Starfield, Saves. Und da gibt es hier diese Dateien, die ganzen Dateien, die hier Save mit einer Nummer davor heißen, sind Dateien, die ihr manuell selbstständig abspeichert. Das heißt also, ihr klickt hier auf Speichern und sagt einfach, ich speichere das hier in irgendeinem Slot oder auf Leer und dann wird das abgespeichert. Und zwar eben unter diesem Namen Save. Der Quick Save, da gibt es nur immer eine einzige Datei, das ist die Schnellspeicherung, die man über einen Tastendruck erreicht. Das ist der Quick Save. Der Exit Save, das ist das beim Beenden speichern, was auch automatisch passiert. Und dann haben wir immer drei Dateien Autosave. Und hier ist eben das Problem, das wird immer überschrieben. Das heißt, da habt ihr nie einen älteren Stand an der Stelle. Ihr könnt natürlich vor jeder Entscheidung, die ihr trefft, wo ihr nicht wisst, ob die richtig war oder nicht, hier auf Speichern gehen. Aber wir sehen ja hier an der Art und Weise, wie hier gespeichert wird, dass wir eigentlich das nicht genau wissen. Ja, hier habe ich zum Beispiel dreimal Andraphon. Jetzt weiß ich nicht genau, war das jetzt genau der Punkt oder nicht. Ja, das ist mir da an der Stelle eben nicht bekannt. Deswegen eben auch die Möglichkeit, die man hier hat, wenn man die Safe Games kennt. Wir können also die Autosaves erstmal vergessen, weil die ständig überschrieben werden. Die entscheidet man zum Beispiel hier. Wenn man hier in die Einstellungen gehen und gehen hier auf Gameplay, dann sind das diese Einstellungen. Das sind die Autosaves. Beim Schlafen wird ein Autosave gemacht, wenn das eingeschaltet ist. Beim Warten, wenn man auf dem Stuhl sitzt, wird ein Autosave gemacht. In der Schnellreise generell, also jedes Mal, wenn der Bildschirm schwarz wird und ihr macht eine Schnellreise und kommt dann irgendwo wieder an einem anderen Ort an, wird ein Autosave gemacht. Und beim Speichern in einer Pause, wenn ihr die Pause-Taste drückt, ESC, standardmäßig typischerweise, dann kann man hier noch die Zeit einstellen oder auch ausschalten. Dann kann man die Zeit einstellen, wie lange die Zeit vergehen muss, bis in der Pause gespeichert wird. Und das sind alles diese Autosaves hier und die werden dann jedes Mal überschrieben. Also das heißt, ich mache dreimal hintereinander eine Schnellreise und dann sind alle drei Dateien überschrieben. Und die vierte Schnellreise überschreibt mir wieder die letzte. Und so habe ich da beispielsweise nie einen festen Speicherpunkt. Ja, und jetzt komme ich zum Eigentlichen. Die Entscheidung, die ihr zu treffen habt, die steht euch bevor. Und da ist es am besten, ihr macht einen Quick Save, ja, also ein Schnellspeichern in diesem Moment. Das erzeugt dann eben eine Schnellspeicherdatei, eine neue. Das heißt, die vorhandene wird überschrieben. Das muss man übrigens vielleicht gerade mal an der Stelle noch mal kurz zurück auf die Tastaturbelegung. Das kann man auch frei belegen, wo man das hinhaben will, das Schnellspeichern. Ich habe es mir auf die F9 gelegt.
etwas schnell laden, habe ich entfernt, weil mich das da schon ein paar Mal in die Irre geführt hat. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich schnell speichern und habe dummerweise schnell geladen und habe dann einen alten Spielstand wieder geladen. Und das war nicht zielführend. Deswegen ist das ganz entfernt, dass da eine Taste belegt ist mit Schnellladen. Also dann haben wir einen neuen Schnellspeicherpunkt, den haben wir uns angelegt. Und das heißt, diese Datei ist aktualisiert. Und jetzt kann ich die einfach nehmen und sage hier kopieren. Dann gehe ich hier eine Etage zurück auf Starfield oder auch auf My Games und dann füge ich die hier ein. So, und jetzt habe ich diesen Schnellspeicherpunkt erstmal weggesichert, dass er nicht mehr überschrieben werden kann. Ich kann dann hier auch hergehen und kann dann hier am Ende zum Beispiel, die Zahlen würde ich zum Beispiel so lassen, und kann hier am Ende schreiben, Entscheidung UC Crimson als Beispiel mal. Und wenn ich diese Datei wieder zurückholen will zu einem späteren Zeitpunkt, dann entferne ich einfach hier diesen Teil. Dann entferne ich einfach das, was ich selbst geschrieben habe, wieder. Das wird dann einfach wieder gelöscht. So. Und anschließend wird die Datei wieder zurückkopiert in den Starfield Saves Ordner. Wird hier reinkopiert. Die existierende QuickSave, ja, die wird beibehalten in dem Moment. Und hier entsteht eine Kopie. Das heißt, diese QuickSave, die würde ich dann löschen. Und würde diese Kopie, die ich jetzt dann eben gerade gemacht habe, umbenennen in dem Fall. Dann gehen wir zurück ins Spiel und laden einfach diesen alten Schnellspeicherpunkt. Und dann können wir wieder vor unsere Entscheidung aufsetzen und können die andere Entscheidung treffen, weil uns die vorherige dann eben doch nicht so gepasst hat. Und die kann ja vielleicht auch schon Tage her sein. Dass man tagelang schon gespielt hat, und da ist es eben deswegen auch so, ich weiß im Endeffekt, dass ich Autospeichern vergessen kann, dass ich Schnellspeicherpunkte vergessen kann, und ich weiß im Endeffekt eben nicht mehr hier genau, welcher Speicherpunkt ist der richtige gewesen vor meiner Entscheidung, den ich hier vielleicht im Spiel angelegt habe, weil die, wie man hier sieht, Frontier, dann müsste ich mir die aufschreiben, das Datum und die Uhrzeit notieren. Das wäre die andere Variante, wenn ich dann so einen festen Speicherpunkt erzeuge im Spiel. So kann ich eben aber auch die Datei da rauskopieren. Und da schreibe ich eben an die Datei dran, was dann genau in dem Moment passiert ist, also was exakt dieser Speicherpunkt ist, den ich da gespeichert habe. Und natürlich kann man dann in dem anderen Ordner, wo man es reinkopiert hat, auch mehrere Speicherpunkte über verschiedene Zeiträume haben, wo man dann eben genau an den Namen der Datei, den man ja dann eben auch erweitert, genau sehen kann, was ist das für eine Datei. Weil hier unter Frontier Level irgendwas kann ich nicht erkennen, wo genau bin ich da gewesen und was genau habe ich da gemacht. So kann man zum Beispiel das handhaben, dass man da ältere Speicherpunkte auch aufheben kann. Und eben auch benennen kann, dass man weiß, was ist denn auf diesem Speicherpunkt passiert. An welcher Stelle im Spiel war ich denn da in dem Moment. Ja, das war soweit, wie man sich dabei helfen kann. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Abo, Like, Kommentar hinterlassen. Und ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss.